maximal. Aber ich muss ganz ehrlich sein, das sind krasse Typen, ne? Also Menschenkenntnis 10 habt ihr nicht geknackt? Und ich hab das alles geknackt, ich habe mich nur zurückgehalten. Ach so, finde ich gut. Ich hab den Infos gegeben. Also, ich hab das auch geknackt. Eltern und Ömer haben beide was bekommen. Warum machst du das dann noch weiter? Alter, bist du behindert? Weil ich mir nicht sicher war. Hä? Alter, Mensch, Kenntnis 10. Wenn die als Spione angeheuert sind, wenn mir jemand sagt, ich bin als Spion angeheuert. What the fuck, Alter, der hat vermutlich Lügenwerte, keine Ahnung. 16 oder so. Ich meine, der will ja nicht rumlaufen und offen zugeben, Alter. Ich bin. Die Befragungsszene, ich muss sagen, das war echt ganz großes Kino. Ich musste hier herzlich lachen. Es hätte schlechter laufen. Kasim hätte den Typen einfach langsam Finger abgeeist, bis sie reden. Nee, das habe ich doch schon im Chat geklärt. Der hätte einfach Eiszapfen durchwachsen lassen, bis die reden, aber. Weißt du, was das Schlimmste ist? Die sind vermutlich hart unschuldig und wir übertreiben hier voll hardcore. Das ist wieder so eine typische Ragnar-Aktion. Er spielt den Charakter nicht mehr und wir kriegen trotzdem noch typische Ragnar-Aktionen rein. Ist gut. Daumen hoch. Ja, komm, macht ihr das mal. Nein, erzählt dem Captain nichts, der muss das nicht wissen. Zählt das Nachteil Feind dann? Ja, der ist erspielt. Mit viel Mühe. Also ich war kurz vor Beherrschung brechen, meine Freunde. Also dann wäre es hier richtig nach vorne gegangen. Aber ein 3-ASB-Zauber, da kann man doch mal 3 Punkte erzwingen, Leute. Oh, vor allem gibt man da keinen Chip für aus, wenn er nur 3 ASB kostet. Wenn er 20 kostet, dann gibt man... Ich hatte schon, ja, schon Angst, bei 25 ASB Frigofactius einen Chip dafür so auszugeben. Seht es doch positiv. Wenn wir heute noch den Rest des Tages im Festum rumeiern, haben bis nächste Woche Ahmad und Karin noch ihre Shippies wieder. Davon bin ich eh ausgegangen. Ich glaube, das hatte ich hart nicht vor. Wir werden es vielleicht bis zum Finale schaffen. Nachdem wir uns in Helmport schon hingesetzt haben und gesagt haben, ja, zeichnen wir erstmal in Ruhe unsere Pläne ein, obwohl wir nicht wissen, ob wir in 3 Wochen noch leben. Das habe ich auch nicht verstanden. Ist die Zeitplanung echt aus dem Fenster gewandert? Also ich meine, wenn das hätte geplant werden sollen, dann hätte man das halt auch schon ewig im Forum gemacht haben können. Also nicht, dass wir Helmport nur eingenommen haben, um Helmport eingenommen zu haben. Wir kümmern uns halt überhaupt nicht drum. Ja, okay, du warst halt aber auch nie wieder da, ne? Wie willst du halt Befehle geben, wenn du nicht da bist? Ja, aber du kannst dir ja wenigstens mal überlegen, was für Befehle du denen geben willst, ne? Wir hatten halt niemand da, was hätte Befehle ausführen können. Die Söldner, ja gut, die schlagen kein Holz, die tun nichts. Was hätten wir denen befehlen sollen? Macht keinen Scheiß? Ja, das haben sie auch so nicht gemacht. Ja, hauptsächlich sind die nicht immer der Moment. Der Moment, in dem die zum Holzschlagen da hingegangen wären, die Wipfeltiger hätten die mit Pfeilen zugespickt von unten bis oben hin. Deswegen haben wir doch extra jetzt Bauern besorgt, damit es da mal vorangeht. Warum sind die Wipfeltiger überhaupt so snitchig? Ich meine, da ist doch eh genug Holz. Das letzte Mal, als Mittelreich... Weil bei euch Mittelreich drauf steht. Richtig, das letzte Mal, als Mittelreich ja durchkam, hatten die vorne ganz groß Reto auf dem Helm stehen und haben alles platt gemacht. Ja, gut, die sollen sich mal nicht so anstellen. Außerdem laufen da hauptsächlich bekehrte Piraten rum. Ich glaube, die sehen gar nicht so mittelreichstreu aus. Was ist eigentlich mit den bekehrten Piraten los? Haben die sich dem schwarzen Mogul eingefangen oder was? Die haben einen akuten Fall von Inquisitionsgefangenschaft gehabt. Einen akuten Fall von einem Monat bekehrt. Willenlos, das klingt jetzt nicht so nach... der das eine Inquisitorin mit einer ganzen Kompanie Leute anstellen könnte. Das können genauso gut Spione für den Feind sein. Die haben sich auf unserem Schiff versteckt. Die werden deswegen haben wir Eldan drauf angesetzt. Wenn der wiederkommt und sagt, Jungs, ich habe keine Ahnung, dann wandern lieber die Planke. Also ich habe noch 10-mal ASP für irgendwann würfel ich schon 6 Punkte über. Bin da ganz optimistisch. Vor allem der Standardmagier mit 9000 ab. AP, der kann halt einfach 5-mal am Tag Responder-Me machen. Das will ich nicht sagen, aber ich glaube, man besser... Du hast doch noch den Kraftfokus im Stab, oder? Und Kraftcontroller Sonderfertigkeit. Ach, meine Freunde. Der normale Magier mit 9000 AP, der macht den Responder-Me für 1. Ja, aber du vergisst, dass Eldan Gorbas ein Noob ist. Also, ich kann dir sagen, das Beste, was ich kann, ist malen und zeichnen. Ja, ist das genug Antwort? Das muss ja nichts heißen! Auf 12. 16. 16, okay, sorry. Gut investierter AP, wenn ich da. Hast du hier immer noch 1000 Punkte? Das ist ein Beta-Land. Für dieselben AP könntest du jetzt ein Responder-Army auf 16.
Na, ich habe noch 1500 AP über. Kein Geiz. Was? Ja, Respondar haben wir eben schnell auf 15 Punkte gefangen. Ja. Alter, wenn du dafür keine SE kriegst heute. Siehst du, hat er die verdient? Also so scheiße, wie er den heute angewandt hat, würde ich ihm auf gar keinen Fall eine SE geben. Ja, ist ja egal. Ich krieg einen Abzug. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe genauso viel gerissen wie der andere Mal. Ja, nix. Ja, hat er nicht mal den Responder mir insofern. Ja, ich hätte nicht das nächste Mal. Den Responder wie in Betana nicht gelehrt? Nein. Nee, Responder mir wird in der Schwert und Staub gelehrt. Deswegen holen wir uns nächstes Mal einen gerichter Kampfmagier. Nee, nächstes Mal holt ihr euch einen Magier, der praktisch ist. Ja, Puni, also schwarz ist aus der Anfang. Puni in der Beschwörer, nein, natürlich. Warum nicht, fragen wir überhaupt? Nicht, ein Puni in der Beschwörer. Einen besseren Exorzisten kriegt ihr nicht, wenn ihr keinen Brabaka nehmt. Rastula. Ja, das sind alles Stubenhocker. Rastula sind momentan inexistent oder bei irgendwelchen dubiosen Leuten untergekommen. Gibt es einfach nicht momentan. Außerdem dachte ich, ich soll mich auf den Pentagramma fokussieren und nicht auf sowas wie Respondami. Wenn du bald 10.000 AP hast, solltest du vielleicht irgendwie beides können. 1.500 AP ausgeben können. Ich habe bei Kasim ja sogar den Manifesto gesteigert, obwohl ich davon überzeugt bin, dass der immer noch keinen praktischen Nutzen im Spiel hat, außer sich mit Scheiße einzureiben. Hey, dir ist kalt, kein Problem, Manifesto bis zum nächsten Morgengrauen, Wärme herbei. Fertig. Ja, oder du kannst dir Scheiße ins Gesicht treiben, um als Bettler durchzugehen. Ja, vor allem, weil du sie... Du kannst die mit der Fingerschnipsel halt verschwinden lassen. Aber du warst mitten in Gareth. Hättest du nicht einfach Scheiße auf der Straße finden können? Ja, aber die hätte ich nicht per Fingerschnipsel verschwinden lassen können. Ja. Und dann kam noch von Johnny der Hinweis, dass wenn der Humus noch wechselwirkt mit dem Schweiß von ihm, dass er dann einfach dranbleibt, weil er sich verändert hat. Ja, das ist ja dann eh irrelevant geworden, weil ich ja plötzlich im Schrank war. Ja. Mit dem Scheiße-Knopf noch an. Ja, natürlich, ne? Du warst aber so komplett, du wusstest nicht, was du machen sollst. Du warst, okay, klar, wer war schon mal in so einer Situation, aber du hast einfach nicht reagiert. Ich guck ihn böse an. Aha, alles klar, du hast ihn gerade irgendwie im Schrank von seiner Frau gefunden. Ist es ihm egal, ob du ihn böse anguckst? Er ist im Recht. Oh, das war so ich glaube, das war der unterbewusste Wunsch, dass er den bösen Blick gelernt hätte. Ich finde den bösen Blick halt wirklich gut. Nur auf einen Schritt Entfernung ist er richtig gut. Der ist so behindert. Du bist ein Gildenmagier. Du glaubst doch nicht, dass diese Einschränkungen, die da stehen, für dich gelten. Dann machst du 2 Punkte erschwertest, du kannst das Ding auf sonst welche Entfernungen. Ja, okay. Und du bist Gildenmagier, du lernst einfach einen Horrifobos. Ja, aber der ist nicht so cool. Ja, aber außerdem kannst du Leute damit nicht wahnsinnig machen. Der ist auch nicht weiß. Oder vertretbar. Was? Ich meine, Betana kriegt den Höllenbein. Erzähl mir nicht, dass der Horrifobos nicht vertretbar ist. Ich wollte gerade sagen, Horrifobos ist doch so ein Standard-Abwehrzauber, wenn man den anderen nicht zum Kumpel machen will. Boah, so die deborberadianisierten Zauber, kannst du auch nicht ordentlich. Der Horrifobos ist nicht borberadianisch. Nein, aber der Höllenbein. Ja, aber Betana. Der wird trotzdem in einer weißen Akademie gelehrt. Ja, das ist halt Bullshit. Der wird auch an Betana weiß, wird er auch gelehrt. Ja, aber der ist ja nicht mehr borberadianisch, der ist ja vollkommen in Ordnung, Einflusskomponente und so. Richtig, nicht Herrschaft, das ist Einfluss. Und selbst wenn es Herrschaft wäre, Respondamide kann auch jeder. In Elenwina gibt es reihenweise Beherrscher. Und aus Elenwina kam aber auch Galotta. Das ist wahr. Für einen Respondami brauchst du aber auch keine Beherrschungsmagier. Nee, das Ding ist halt Respondami brauchst du einen, der bereit ist, ein Beta-Land zu steigern. So auf 9 oder so. Wenn du dir auf 9 hast und dir Zeit lässt, kommst du durch jeder handelsübliche MR eigentlich durch. Ja, und dann, wenn es mal eng wird, dann machst du aus 3-5 ASP, hast nur mit 2 Punkten Erleichterung. Ja, ich will die. Aber bei Magier war halt der übelste Chili-Billy-Magier, Alter. Der hat irgendwo Hausmagier. Der hat sich halt nicht so gedacht, Alter, wir brauchen den Respondami. Gerade als Hausmagier brauchst du. Ich habe eure Steuer nicht hinterzogen. Respondami, wirklich? Naja, doch. Hallo? Ach, ja, doch. Der Respondami kann auch wunderbar zweckentfremdet werden. Respondami, wo ist Kasaal? Watsch, Respondami, hier ist die Hauptsache einmal da. Watsch, Respondami, was ist 3x7? Watsch. Respondami, wer ist Alrik ist am besten? Und dann in Kombination mit der... Und dann mit der, in der Kombination mit der Variante Fragenkatalog, wo du mehrere Fragen stellen kannst. Der kassiert ja für jede falsche Frage ein W6 Ausdauerschaden. Wer ist Alrik?
Wird Raspandami nicht bei irgendwelchen Lehrinstituten, also bei irgendwelchen Magierakademien als Strafe eingesetzt? Ja, genau. Schwert und Stab. In Punin auch. Bei den Leuten, wo der Silenzium nicht mehr hilft, da stellt man halt die Frage, wer ist Alrik? Es muss eine Ja- oder Nein-Frage, oder? Dabei muss man antworten. Nee, du kannst fragen, was du willst. Er muss mit Ja oder Nein antworten. Wenn ja, richtig, meine ich. Wenn er sich geht, kassiert er eine. Wer ist Alrik? Ja. Toll. Nee, er muss wahrheitsgemäß antworten. Wenn halt es ist nicht gelogen. Wer ist Alrik? Ja. Ja, doch. Doch. Nö. Also wenn jemand fragt, wer ist Alrik und er darauf Ja oder Nein antworten kann, dann lügt er ja nicht, wenn er Ja oder Nein sagt. Es ist egal, er muss wahrheitsgemäß antworten. Aber er lügt ja nicht. Er kann ja nur Ja oder Nein sagen. Wenn etwas nicht eine Lüge ist, macht es doch noch lange nicht zur Wahrheit. Im Zauber steht, dass er wahrheitsgemäß antworten muss. Nicht, dass er nicht lügen darf. Geht auch weiter. Kann der Verzauberte die gestellte Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, bleibt er stumm. Erleidet jedoch Schmerzen. Ja, eben. Er leidet doch Schmerzen. Ganz genau. Das ist das Wichtige dabei. Alles klar. Ihr seid die Monster. Aber es ist halt nur 1W6 minus 2 Ausdauer, ne? Ja, aber jetzt guck dir mal die Variante Fragenkatalog an. Da wird der Zauber dann richtig lustig. Aber 14 ist. Ja, es ist ein B-Zauber. Alter, noch eine bessere Frage. Schlägst du dich jetzt gleich selber? Nee, das funktioniert nicht, wenn er Nein sagt. Das ist die Wahrheit. Ich wollte Mindgame. Siehst du, deswegen ist Janus der Magier. Schlägst du der Rondergeweihte. Schlägst du dich gleich nicht. Genau, einfach Doppelverneinung. Und dann weiß er nicht, was er antworten soll, weil ja oder nein, stimmt halt nicht. Und dann weiß der Zauber auch nicht, was er machen soll und dann wird die Matrix gebrochen und dann explodiert der Typ. Das wäre fett. Unwahrscheinlich. Also ich habe mal gerechnet, du könntest theoretisch eine explodierende Matrix bauen. Brauchst du nur ein paar hundert PHSP für. Ja, du hast auch mal wieder den Ruinenrache Marschflugkörper. Nein, das ist nicht ein Ruinenmarschflugkörper, das ist die Myrano-Atombombe. Es geht aber auch darum, was der Verzauberte für die Wahrheit hält. Darum geht es. Ja, klar. Also, wenn ihm eine Lüge erzählt worden ist, dann kann er eben nur diese Lüge weitererzählen, wenn er sie halt selber glaubt. Wo wir gerade beim Mindgame sind, es ist wichtig, was er für die Wahrheit hält. Stell den meisten dann einfach die Frage, bist du dumm? Ich glaube, da wird aber jeder wahrheitsgemäß Nein sagen. Weil jeder davon überzeugt ist, dass er nicht dumm ist. Ja, ist halt keine harte Frage. Achso, die wenigsten glauben ja von sich selber, dass sie dumm sind. Ich weiß nicht, hast du mal mit Ahmad geredet? Ja, also ich bin im Gegensatz zu dir überzeugt, dass ich hochintelligent bin. Das kann man in Werten messen, in Zahlen. Ja, was habt ihr klar, Mister, ich spring durchs Oberdeck. Was habt ihr denn in Klugheit? 10. Beide 10? Ja. Beide? 15. Darf ich mal erwähnen, dass K7 nicht mal mehr eine Eigenschaft auf 10 hat? Frag mal Abel mir, der hat vorhin eine Rüge bekommen, dass er seine Klugheit noch nicht gesteigert hat. 14. Ja, also ich höre auch mal, er ist auch Magier. Er ist auch Magier und für ihn laufen 10.000 Sachen über Klugheit. Ja, aber das Wichtigste ist die Spontanmodifikationsanzahl. Hätte er wenigstens Modifikationsfokus im Stab. Ja, Modifikationsfokus, Matrix-Verständnis und Klugheit 15. Dann fängt das Ding an sinnvoll zu werden. Da kannst du dann manche schnell bei deinem. Das halt nicht nur auf Power, ne? Manche von uns spielen auch einen Charakter, der hat Tanzen 5. Also, ich möchte ganz kurz anmerken: Tanzen 5 ist nutzlos, aber was ich noch anmerken will, diese Piraten, mit denen wir uns jetzt anlegen, die sind schon ziemlich todesmutig, oder? Die sehen den Dämonenreich und schippern erstmal drauf zu und greifen die an. Nee, die hauen ab. Die hauen ab und feuern beim Abhauen wahrscheinlich alles, was die haben, auf euch ab. Jetzt Bollerotze an. Oh, Xeran muss denen richtig, richtig Fettgeld versprochen haben. Vielleicht wollen sie sich mit der Attacke auf die Seeadler oder Gezeitenspinner ein Kopfgeld verdienen. Trotz weniger Schiffgeschütze sind die Schiffe durch ihre Charybdorot-Paktierer vom Boot der schwarzen Schlange gefährlich. Womöglich können sie sogar Dämonen beschwören. Hey, gut, dass ihr einen Exorzisten dabei habt. Also ich sag nur, die Typen sind mutig. Erstens, was kann denn euer Exorzist eigentlich? Sie haben keine Exorzisten. Natürlich. Wen? Kohlrab? Ja, aber die kann nichts, weil sie immer sagt, nee, ich bin gerade mit wichtigeren Sachen zuständig. Ja, nicht oder sie hat keine ISP. Nicht, seit wir sie bezahlen. Alternativ Jasper. Jasper ist wahrscheinlich eh Charybdorot-Paktierer und schnippt mit den Fingern und sagt, hör mal, sitz. Verpiss dich. Ja, den verbrennen wir eh bald, Alter. Wenn der nochmal vorschlägt, hey, wir können das Blut der Gefangenen opfern. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass Jasper nicht der Verräter ist.
Ich auch. Ich der, bin typ nur einfach, der Typ ist einfach so, der Typ ist einfach so, so fadenscheinig. Der kann nicht der Verräter sein. Ich bin aber überzeugt, dass Jasper in Brabak am besten aufgehoben wäre. Könnt ihr nicht einfach nach Brabak fahren, ihn dort absetzen? Dann hättet ihr nämlich das Problem zum beidseitigen... Nein, das haben wir ausgerechnet. Wenn wir nach Alan verschippern, haben wir nicht mehr genug Unwasser im Tank, um zurückzukommen. Müsst ihr halt bei Menschen. Brabak ist da erst recht raus. Müsst ihr aber Menschen. Wir können ihn doch auch einfach in Talusa aufsetzen und sagen, ja. Ihr könnt doch einfach auch jetzt. Ja, er hat es ja vorgeschlagen. Ihr könnt doch Tira doch einfach ihr Jasper als Tank benutzen. Nein, Jasper ist. Der hat ASP und LEB. Jasper ist ein nicer Typ. Wart's ab. Ich muss, noch mit ihm reden, wenn wir in Festung sind. Also ich glaube nicht, dass der Typ ein nicer Typ ist, aber ich glaube auch nicht, dass er böse ist. Es ist eine zu offensichtliche Finte. Ich sag's dir. Also ich sag nur, der Typ ist weder gut noch böse. Der Typ ist einfach ein Typ, der sich einfach absolut für sein eigenes Interesse interessiert und sich scheiß um alles andere kümmert. Ich werde damit jetzt richtig aufs Maul fliegen oder sagen, Frosty und Johnny mir, der ganz selbstgefällig, da hast du dich verspekuliert. Ja, hast du ja auch. Also ich habe eh gedacht, dass wir diesen komischen Prioten da besorgt haben, damit er Seelenprüfung an allen Offizieren durchführt. Oder warum haben wir uns den besorgt? Alter, weißt du, was eine Seelenprüfung kostet? 15 K, Alter. 15 K, das kann der alle 15 Tage machen. Ja, der hat ja schon mal eine raus. Außer er betet jeden Tag einen Prei aus Unser, dann kann er vielleicht ein bisschen Karma-Punkte wieder regeln. Ja, aber wenn er gestern einen Prei aus Unser gebetet hat und heute einen Prei aus Unser betet, dann ist... Ja, dann hat eine 12er Erschwernis, aber wenn man den so baut... Ja, eine 12er Erschwernis und dann... Wenn man den so baut wie du, dann hat man einen LKW-Wert von 21 und gibt einen Scheiß drauf. Nein, wenn man den so baut, wie ich einen Prioten mit den AP bauen würde, dann könnte selbst der auf dem scheiß Boot nicht regenerieren durch Meditation.